verehrte Bundeskanzler Olaf Scholz. Und happy anniversary. Heute ist Ihr Hochzeitstag. Danke, dass Sie da sind. Sehr geehrte Präsidenten des Deutschen Bundestages, liebe Bärbel Bas. Sehr geehrte Präsidenten des Bundesrates, Manuela Schwesig. Sehr geehrte regierende Bürgermeister von Berlin, lieber Kai Wegner. Sehr geehrte Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, lieber Petra Pau. Lieber Bundesminister Cem Özdemir. Lieber Staatssekretär BMF Werner Gatzer und die BMI Frau Juliane Seifert. Liebe Senatoren in Berlin, für Justiz Dr. Feller Badenberg. Sehr geehrte Botschafter, seine Exzellenz, lieber Professor Ron Proser. Give him applause! Very honored Ambassador of the United States of America, Dr. Amy Goodman. Sehr geehrte Botschafter von Italien, Armando Varicchio, Botschafter von Czech Republic, Thomas Kafka, Botschafter von Ungarn, Dr. Gorokas, Botschafter von Zypern, Maria Propianko, Botschafter von Aserbaidschan, Basimi Agayev und Repräsentanten aus Frankreich, der Niederlande, Spanien, Australien und der UK. Sehr geehrter Antisemitismusbeauftragte, Beauftragter für jüdisches Leben in Deutschland, Dr. Felix Klein. Sehr geehrter Sprecher der Bundespresseamt, Stefan Heberstreit. Sehr geehrter lieber Präsidenten der Polizei in Berlin, Dr. Barbara Slowik. Sehr geehrter Dr. Robert Klinke, Sonderbeauftragter des Auswärtiges Amtes. Vizepräsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner. Fraktionsvorsitzender in der Abgeordnetenhaus in Berlin. Lieber Dirk Stettner, liebe Bettina Jarasch, liebe Anna Helm. Viele Repräsentanten, Mitglieder des Bundestages, die heute hier sind. Sehr geehrter Dr. Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer und Kuratoriumsmitglied in der Jüdischen Campus. Lieber Daniel Bottmann, Geschäftsführer der Zentralrat der Juden in Deutschland. Vorsitzender von verschiedenen jüdischen Gemeinden in Berlin, Dr. Gideon Joffi, Milena Winter, Pavel Lubarski. Sehr geehrter Roy Friedling, lieber Roy Friedling von der Beirat der Jüdischen Campus. So wie Nathan Gelbart vom Stiftungsrat von Claims Conference, Rudy Malow. Sehr geehrter Architekt der Jüdischen Campus, Sergei Choban. Geschäftsführer von Hertha BSC, Tom Herrer. Von Bayer AG, Oliver Renner. Religionsvertreter aus aller Welt, großen Religionen. Stellvertretend Rabbiner Shlomo Westwitzki, Landesrabbiner von Hamburg und Rabbiner Shmuel Segal. Vom Erzbistum Berlin, Dr. Hans Günther. Und Setjen Atas, Mitbegründerin der Ibn Rishud Moschee hier in Berlin. Liebe Gäste, liebe Freunde, willkommen zu Chanukah am Brandenburger Tor 2023! Heute, vor 2 Monaten, hat sich die Welt verändert. Die schrecklichen Taten vom 7. Oktober betrafen nicht nur uns Juden, nicht nur dem jüdischen Land und nicht nur dem jüdischen Volk, sondern die gesamte demokratische Welt. Was soll unsere Antwort in Deutschland und überall auf die Welt? Die Antwort ist laut und deutlich. Licht über Dunkelheit, Demokratie über Tyrannie. Die Antwort betrifft alle Menschen in Deutschland und die Welt über. Die Antwort ist, dass wir uns nicht zurückziehen, sondern ganz im Gegenteil. Mehr Licht, mehr Freude, mehr jüdisches Bewusstsein. Das ist unsere Antwort, liebe Freunde. König Salomon sagte, Ma'at Or doch Herr Hoshech, ein bisschen Licht kann viel Dunkelheit vertreiben. Gerade in diesem Jahr haben wir uns beschlossen, die Chanukka-Feierlichkeiten zu intensivieren. 50 Chanukka-Leuchter brennen in Berlin diesen Jahr. Licht über Dunkelheit. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. 85 Jahre nach dem Reichspogrom hier, was in Berlin geplant war. Unsere Antwort ist, dass wir keine Toleranz gegenüber Intoleranz zeigen dürfen. Wenn wir uns erinnern, was passiert hat, ist die Antwort deutlich. Deutschland steht heute als Leuchtturm der Demokratie. Wir erleben heute ein deutliches Zeichen. Deutschland ist heute ein Vorreiter von Demokratie für einen vertrauensvollen
Zusammenleben von allen Menschen für allen Menschen. Wo sind diejenigen, die uns versucht haben zu vernichten? Wo sind sie? Wo sind die Pharaos und die Achashveros und die Antiochuses? Wo finden wir die in Wikipedia? Und wo sind wir? Hier zusammen! Das ist die Botschaft, was die Lubavitcher Rebbe Rabbi Menachem M. Schneerson, die öffentliche Chanukka-Kerze initiiert hat. Er sagte, wo Dunkelheit ist, soll man Licht bringen. Wo Hass ist, soll man Liebe schenken. Und Deutschland darf nicht ignoriert werden. Ich bin als Kind in New York auf die Welt gekommen. Und vor 27 Jahren, als der Rabbi da sagte, meine Frau Leia und ich haben entschieden, wir fahren mit einem One-Way-Ticket nach Berlin, um die Zukunft positiv, miteinander, mit Liebe und Gemeinsamkeit gemeinsam zu gestalten. Liebe Freunde, es ist daher eine außerordentliche große Ehre für die internationale jüdische Gemeinschaft, dass der Bundeskanzler von Deutschland, Herr Olaf Scholz, heute die erste Kerze anzünden wird. Ein Zeichen von Licht und Frieden über Dunkelheit. Ich möchte Ihnen, lieber Herr Bundeskanzler, dafür danken im Namen der gesamten jüdischen Gemeinschaft, dass Sie heute uns mit Ihrer Anwesenheit beehren. Sie haben gezeigt in den letzten Wochen, dass Sie ein echter Freund des jüdischen Volkes sind. Sie stehen mit uns in schwierigen Momenten. Und wir wissen, dass Sie ein vertrauensvoller Freund sind. Lieber Herr Bundeskanzler, herzlichen Dank für Ihren echten Freundschaft mit dem jüdischen Volk. Und möge Gott, der Bundeskanzler, mit viel Kraft für die wichtigen Aufgaben segnen. For those watching us around the world in Washington and in Tel Aviv and Jerusalem and around the world, I would like to say it in English. We, the Jewish people, are proud that Germany today stands at the helm of being a beacon of light, of tolerance and awareness. And I thank the Chancellor of Germany, Mr. Olaf Scholz, for being a lighthouse, for being a friend, for standing with us in the difficult times, and may God bless him and give him strength to continue being a beacon of light for the Jewish people and for the Jewish land. Lieber Kai Wegner, als regierender Bürgermeister von Berlin, sind Sie wirklich ein Leuchtturm von Demokratie und Toleranz und ein wahrer Freund der jüdischen Gemeinschaft. Es ist uns eine große Ehre, dass die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, die letztes Jahr hier gezündet hat, ein Freund der jüdischen Volk, die vor kurzem Israel mit dem Bundespräsident besucht hat, heute anwesend ist, so wie Manuela Schwesig, der Präsidentin des Bundesrates. Und ganz besonders willkommen an unsere geschätzten Botschafter, die ein echter Leuchtturm von Licht in diese schweren Zeiten sind. Lieber Herr Botschafter, hier mit uns ist Naama und Kfir, Verwandte von den verschleppten Geisel Itai Zwirski. Wir sind mit Ihnen, Toda Rabba Shetempo. Mein Urgroßvater, Yisachar Shlomo Teichtal, war in Auschwitz. Am 27. Januar 1945 war er auf dem Weg von Auschwitz nach Mauthausen ermordet. Er konnte nicht sicherlich in seinen kühnsten Träumen vorstellen, dass heute seine Urenkel hier am Brandenburger Tor gemeinsam mit dem Bundeskanzler die ersten Kerze zünden wird. Und das ist unsere Botschaft, liebe Freunde. Deutschland steht heute als Leuchtturm von Demokratie und Respekt für alle Menschen. Wir stehen hier und sagen, ja, es gibt Probleme, es gibt leider Antisemitismus, aber das ist nicht die ganze Story. Wir sind hier für den positiven, lebendigen, Zukunft dauerhaften jüdischen Leben in Deutschland gemeinsam zu gewährleisten. Ich möchte mich bei den vielen, vielen Menschen bedanken, die hart gearbeitet haben, diese schöne Veranstaltung zum 18. Mal hier am Brandenburger Tor zu gestalten. Erstmal die Projektleiterin von Chanukka, Bella Zwerashvili, Jana Erdmann, Jessica Kamenowitsch, Rabbiner Shmuel Segal, Rabbiner David Teichtal, sowie die Berliner Polizei und die Sicherheitskräfte hier in Berlin, Ronny Kohls und allen anderen. Ein besonderes Dankeschön an die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Bezirksamt Mitte und Visit Berlin. Möge dieser Tag in die Geschichte eingehen als ein weiterer Schritt von Wachstum und Entwicklung von jüdischem Leben in Deutschland. Eine Flamme wird heute gezündet. Es wird gezündet von dem Bundeskanzler. Und das wird ein Zeichen sein für ein langfristigen, toleranten Miteinander, für eine friedliche Welt. Am Israel Chai! Thank you.
Exzellenzen, lieber Ron Prosoa, liebe Amy Goodman, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, sehr geehrte Frau Bundesratspräsidentin, lieber Yehuda Teichtal, herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank, dass ich heute zu Ihnen sprechen kann, aber vor allen Dingen herzlichen Dank für dein Engagement. Herzlichen Dank für dein Tun. Du bist die Stimme, die sich laut erhebt, wenn es ungerecht zugeht. Du bist die Stimme, die sich laut erhebt, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden. Und du bist die Stimme, die zusammenführt. Und ich freue mich wahnsinnig, dass heute parteiübergreifend aus allen gesellschaftlichen Schichten heute viele Menschen hergekommen sind, um die erste Chanukka-Leuchte am Brandenburger Tor zu entzünden. Lieber Yehuda, ich möchte dir ganz herzlich danken, was du für jüdisches Leben in unserer Stadt tust. Ich möchte dir aber vor allen Dingen herzlich dafür danken, was du für den Zusammenhalt in unserer weltoffenen, vielfältigen Metropole Berlin tust. Herzlichen Dank, du bist ein Vorbild für Zusammenhalt, lieber Yehuda Teichtal. Meine Damen und Herren, in der Tat ein ganz besonderer Tag. Zwei Monate nach den brutalen Angriffen der Terroristen der Hamas auf Israel setzen wir heute, wie mittlerweile jedes Jahr, ein klares Zeichen für Hoffnung, ja, und ein klares Zeichen für jüdisches Leben auch in unserer Stadt Berlin. Und meine Damen und Herren, ich glaube, es ist heute ein ganz besonderer Moment. Ein ganz besonderes Mal, lieber Yehuda Teichtal, weil wir immer noch an die vielen Opfer in Israel denken. Weil wir in Gedanken bei den Menschen sind, die immer noch um ihre Liebsten bangen, die immer noch als Geiseln festgehalten werden. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist die Botschaft des heutigen Tages vom Brandenburger Tor hier auch ganz klar. Erstens, wir stehen an der Seite Israels. Zweitens, wir stehen an der Seite der Menschen, die durch den Terroranschlag Menschen verloren haben. Und wir stehen an der Seite der Menschen, die immer noch als Geißeln festgehalten werden. Und wir rufen vom Brandenburger Tor, bringen Sie die Menschen endlich nach Hause. Bring them home, meine Damen und Herren. Das Chanukka-Fest, die Zeit der Hoffnung. Und ja, wir erleben zurzeit in Israel, in vielen anderen Gegenden dieser Welt, Dunkelheit. Und lieber Yehuda Teichtal, du hast mich das gelehrt. In einem dunklen Raum braucht man eine kleine Kerze, um Licht zu haben. Und Licht bringt die Hoffnung. Und meine Damen und Herren, lassen Sie uns dieses Chanukka-Fest auch dafür nutzen, Mut zu schöpfen, Hoffnung zu haben und Liebe zu zeigen. Denn Liebe, Toleranz, Miteinander ist die beste Waffe gegen Hass, gegen Ausgrenzung, gegen Antisemitismus und Israelfeindlichkeit, meine Damen und Herren. Und ich sage als regierender Bürgermeister sehr klar, Antisemitismus, Israelfeindlichkeit dürfen auf den Straßen, auf den Plätzen, in den Schulen Berlins keinen Platz haben. Und wir werden nicht ruhen, bevor wir das erreicht haben, meine Damen und Herren. Für mich ist es auch deshalb ein besonderer Moment, hier zu stehen. Yehuda Teichtal hat es gesagt. 85 Jahre nach der Pogromnacht. Aber meine Damen und Herren, vor 90 Jahren sind hier, an diesem Ort, die Nazis durchs Brandenburger Tor marschiert, mit Fackeln in den Händen. Heute tragen wir das Licht der Hoffnung und der Liebe, nicht des Hasses und der Ausgrenzung. Heute steht dieses Brandenburger Tor für Freiheit und Demokratie. Und dafür steht Berlin. Für Freiheit, für Vielfalt
und für Demokratie. Und deswegen ist es so wichtig, lieber Yehuda Teichtal, dass wir uns hier jedes Jahr treffen. Dass wir Licht über die Dunkelheit bringen. Dass wir jedes Jahr deutlich machen, dass jüdisches Leben in Berlin uns wichtig ist. Dass wir stolz darauf sind, dass wir jüdisches Leben nach den Gräueltaten der Nazis wieder in unserer Stadt haben. Dass wir wachsendes jüdisches Leben haben. Und meine Damen und Herren, das ist nicht nur ein großes Glück, sondern das ist auch eine Verpflichtung für uns alle. Und deswegen lassen Sie uns zusammenstehen für Vielfalt, für Freiheit, für Zusammenhalt gegen Hass und Ausgrenzung. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Lieber Yehuda Teichtal, herzlichen Dank für dein, für Ihr Engagement. Herzlichen Dank an die jüdische Gemeinde Rabat für dieses Engagement. Ich freue mich sehr. Wir stehen weiter zusammen. Happy Hanukkah. Und als Zeichen der Anerkennung freuen wir uns, unseren geschätzten regierenden Bürgermeister ein Zeichen des Lichts nun zu überreichen. Herzlichen Glückwunsch. Auf der Bühne Olaf Scholz, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Sehr verehrter Herr Rabbiner Teichtal, sehr geehrter Herr regierender Bürgermeister, liebe Nahama und liebe Ofir Weinberg, sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich, heute am Chanukka-Fest teilhaben zu können. Gleich werden wir gemeinsam die erste Kerze des Chanukka-Leuchters entzünden. Damit bringen wir Licht in diesen winterlichen Tag hier am Brandenburger Tor. Ich wünsche mir, dass das Licht dieses Leuchters weit über diesen Platz hinausstrahlt. Noch länger als die 8 Tage des Chanukka-Festes. Chanukka steht für Hoffnung und Zuversicht. Beides brauchen wir in diesen Tagen ganz besonders. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel hat uns alle tief erschüttert. Er richtet sich gegen den einzigen jüdischen Staat und seine Bewohnerinnen und Bewohner. Er richtet sich aber zugleich gegen die Menschlichkeit selbst. Deshalb versucht die Hamas, ihre Opfer zu entwürdigen, zu dehumanisieren. Daran gibt es nichts zu rechtfertigen oder zu relativieren. Diesem Terror muss jede und jeder von uns klar entgegentreten. Und unser tiefes Mitgefühl gilt allen, die am 7. Oktober und in der Zeit danach Freunde und Familienangehörige verloren haben. Wir trauern mit ihnen um die Opfer. Und unsere Gedanken sind bei denen, die um ihre Liebsten bangen. Weit mehr als 100 Personen sind als Geiseln immer noch in der Gewalt der Terroristen. Auch sie müssen unverzüglich freigelassen werden. Wir arbeiten weiter mit ganzer Kraft und auf allen diplomatischen Kanälen daran, dass das bald möglich wird. Zugleich schützen wir die jüdischen Gemeinden hier in Deutschland. Dass dies nach den Terrorangriffen der Hamas und den Reaktionen darauf nötig ist, ist traurig und erschreckend zugleich. Wir nehmen es nicht hin, wenn jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger Angst haben müssen, offen ihre Religion, ihre Kultur, ihren Alltag zu leben. Wenn sie ihr grundlegendes Recht wahrnehmen, sichtbar zu sein. Ein Recht, das alle Menschen in unserer Gesellschaft haben, ohne Unterschied. Polizei und Justiz gehen deswegen konsequent gegen jede Form von Antisemitismus, Terrorpropaganda und Menschenfeindlichkeit in Deutschland vor.
Doch das allein reicht nicht. Ich bin froh, dass auch viele Bürgerinnen und Bürger die jüdische Gemeinschaft mit Worten und Taten unterstützen. Mitgefühl und Solidarität zu zeigen mit unseren jüdischen Nachbarn, Freunden, Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, das ist in diesen Tagen besonders wichtig. So kann jede und jeder von uns den Worten nie wieder Kraft verleihen. Auch deswegen bin ich heute hier und sehr gern hierher gekommen, Herr Rabbiner Teichtal. Dieser Chanukka-Leuchter gehört genau hierher, vor das Brandenburger Tor, ins Herz unserer Hauptstadt. Als Symbol der Hoffnung und der Zuversicht. Und als Symbol der untrennbaren Zugehörigkeit jüdischen Glaubens, jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu diesem, unserem Land. Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Freunden und allen jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit ein frohes und kraftspendendes Chanukka-Fest. Chanukka Sameach. Befreien uns jetzt als Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung der Chanukka-Leuchter an den Bundeskanzler Olaf Scholz nun zu überreichen, mit dem Wunsch, dass sie sollten weiterhin ein Leuchtturm der Demokratie und Toleranz für alle Menschen in die Welt sein. Herzlichen Dank. Die Fackel wird gezündet von Naama und Kfir. Die Verwandte von Naama und Kfir sitzt im Geiselhaft in Gaza, in Israel, und wir freuen uns jetzt, Naama und Kfir soll bitte die erste Kerze, die Fackel zünden und an die Bundeskanzler überreichen. Liebe Freunde, wir werden jetzt den Segen machen und dann die Ehre für die erste Kerze an den Bundeskanzler Olaf Scholz teilen. Wir machen den Segen, wir sind alle hier zusammen, from the whole entire world. We send out this message of light. Alle sind hier und der Rebbe ist da und gemeinsam ein Zeichen von Licht über Dunkelheit. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam Asher kiddishanu b'mitzvotav V'tzivanu l'adliknen Chanukka Baruch atah Adonai Eloheinu Shasani sim laavoteinu bayamim ha'ein bizman hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehechiyanu v'kiyimanu v'higiyanu lazman Thank you.
Hanukkah, Tamizbeha.